Gott, ich will einen Haul machen. Ich weiß, das ist schon sehr, sehr lange her, wo ich ein Video gedreht habe. Mir ging es eine Weile nicht gut. Mir geht es auch jetzt nicht wirklich gut. Auch wenn es in dem Follow Me Around nicht so ausschaut, als würde es mir nie gut gehen. Aber es ist so. Ja. Und ich war sehr, sehr oft Fußshoppen. Sehr, sehr oft. Und deswegen zeige ich euch mal die Sachen. Ich war Klamotten einkaufen. Dann war ich bei dem neuen Douglas, was wir jetzt haben. Da gibt es ganz viel zum Erzählen. Ich werde mal anfangen, weil ich glaube, das Video wird sowieso endlang. Fangen wir mal mit dem an, was ich da in der Hand habe. Ich habe mir das Deo nochmal gekauft. Von Balea, das war nämlich reduziert. Meine Cousine und ich waren da unterwegs und ich habe gesehen, dass das um 75 Cent, glaube ich, wurde das reduziert. Ich versuche euch alle Preise in die Infobox zu schreiben. Ich kann nicht versprechen, dass ich schaffe, aber ich versuche es. Jo. So sieht das aus. Man riecht auch nichts. Es gab nämlich zwei und eins war ohne Deckel, deswegen habe ich mir nur eins mitgenommen. Weil ich habe nämlich noch ein zweites von Klein Hoxdorf, wo ich da mal dort war und deswegen habe ich mir nur eins mitgenommen. Das ist dieses Melone und Sternfrucht. Da habe ich ja das Duschgel leider nicht mehr erwischt, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dann, das ist von Müller, habe ich mir dieses Duschgel gekauft von Trestle Moon, wie immer man das auch aussprechen mag. Das Eisbonbon Surprise und das wollte ich unbedingt haben. Unbedingt. Oh, das riecht so wie diese Zuckerl von meiner Kindheit. Ja, das war nämlich reduziert, ich weiß jetzt gar nicht um wie viel, aber die haben das bei uns bei Müller reduziert und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mit. So, dann von DM habe ich noch zwei so Körperpeeling, Kaffeepeeling mit Kokos steht da drauf, also Body Scrubs sind das. Bin gespannt, wie man das verwendet, ich habe das noch gar nicht richtig durchgelesen. Ich wollte das haben wegen der Verpackung. Weil die Verpackung ist mega schön. Seht ihr das? So sieht die Verpackung aus. Das ist das Kokos und... Also Kokos und Kaffee und das ist das Mandel und Kaffee. Ich bin schon so gespannt, wie die beiden riechen. Deswegen wollte ich euch die unbedingt schon mal zeigen, damit ich die endlich mal verwenden kann. Dann war ich ja noch beim... Ich war sehr viel unterwegs in letzter Zeit. Wirklich sehr viel unterwegs. Zweimal mit Freundinnen. Weil es gibt nämlich jetzt die Jeffree Star Sachen bei uns in Österreich. So sieht das aus. Ich habe mir mal nur ein Peeling mitgenommen, was auch reicht. Die Sachen sind etwas teuer. Ich habe das Peeling noch nicht verwendet. Das ist auch riesengroß, wenn man das mit MAC vergleicht. Kann ich euch gleich zeigen. Das ist riesengroß. Ich habe mir das Strawberry Gum mitgenommen. Sieht so aus. Ich habe es noch nicht verwendet, aber ich kann es mal aufmachen. Boah. Das riecht wirklich wie so ein Kaugummi, auch von meiner Kindheit. Wahnsinn, wie das riecht. Wahnsinn. Also ich bin echt, echt begeistert. Immer wenn er das in seinen Videos gesagt hat, habe ich mir gedacht, das kann nicht stimmen, dass das wirklich so gut riecht. Aber es riecht gut. Nicht alle Sorten, aber die meisten. Ich habe mir ja mal das auch von MAC gekauft und wenn ihr das im Vergleich seht, sieht man, dass das ein großer Unterschied ist. Ich habe auch gehört, also in seinen Videos hat er zumindest gesagt, dass man das auch als Gesichtspeeling oder so verwenden kann. Und ich meine, bei der Menge kommt man extrem lang damit aus, so sieht der Inhalt aus. Es gäbe auch einen Melone, aber da gibt es keinen Tester. Und ich will mir nicht was kaufen, was ich vorher nicht riechen kann. Klingt vielleicht blöd, aber ist so. Auch die Highlighter sind voll schön. Wer mir auf Instagram folgt, hat sicher zigtausend Fotos gesehen, weil ich war ja oft schon dort. Der kann das wahrscheinlich nicht mehr sehen. Jo. Und deswegen habe ich mir halt ein Peeling mitgenommen. Weil Highlighter wollte ich keinen kaufen. Ich habe eh so viele. Ihr kennt es an meiner Highlighter-Sammlung. Und deswegen habe ich mich da noch ein bisschen gesträubt, da mir was zu kaufen. Aber ja. Ja. Aber ich war böse, was Lippenprodukte betrifft. Da war ich wirklich, wirklich böse. Und ich habe noch einen Lip Liner irgendwo. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo. Wenn ich ihn vergesse, euch jetzt zu zeigen, zeige ich ihn euch im Kaufverhalten-Video. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe nämlich so eine braune Lippenstiftphase. Ich habe nämlich gerade aktuell einen von MAC in Benutzung. In meiner Handtasche ist der. Und deswegen benutze ich immer so Lip Liner dazu. Nur den, den ich vorher hatte, den von Clinique, der war eher so ein Nude-Farben. Und deswegen wollte ich unbedingt so einen braunen haben. Und der ist braun. Und der hält auch super. Das ist von Bieber ein Lip Liner.
Weil die Marke Look ist nämlich von Bieber. Die hat sogar einen Spitzer. Und Mega Stay Lip Liner heißen die. Man wird das nicht erkennen, weil das so mega spiegelt. Aber der ist echt gut. Also ich mag ihn bis jetzt sehr gerne. Ich habe ihn nur ein, zwei Mal bis jetzt verwendet. Dann war ich böse. Immer auf Instagram habe ich das gesehen. Und wir in der Filiale haben diese Teile leider nicht. Normalerweise bin ich kein L'Oreal-Mensch. Überhaupt nicht. Aber ich wollte dieses Teil unbedingt haben. Das sind diese Less Chocolates, diese Ultra Matte Liquid Lipsticks sind das. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht aufgemacht, weil ich ihn erst verwenden will, wenn ich ihn. Ihr kennt mich ja schon, ich kaufe mir meistens immer Lippenprodukte und benutze ihn noch nicht. Aber ich wollte unbedingt einen mal haben. Ich finde die Verpackung auch total schön. Ich wollte unbedingt einen mal haben zum Ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wann ich ihn verwende, aber ich möchte unbedingt den bald benutzen. Dann war ich nochmal sehr böse und bei uns hat ja ein neuer Douglas, also neuer Douglas, der alte Douglas wurde umgebaut und die haben jetzt viel mehr Marken dazu bekommen. Wirklich viel mehr. Ich habe das nämlich auf Instagram gesehen und musste das unbedingt haben, schon allein wegen den Duftrichtungen und wegen den Swatches auf Instagram. Da gibt es einmal den Pumpkin Spice, den Sugar Cookie, Cinnamon Beer oder Pier? Bier. Bier. Cinnamon Bear, glaube ich, oder? Das heißt, ich glaube, das ist übersetzt Zimtbär. Könnt ihr selber sehen. Und der letzte ist der Hot Buttered Rum, wenn ich mich nicht irre. So sehen die Duftrichtungen, also so heißen die Duftrichtungen. Und so sehen die Verpackungen aus von denen. Schaut euch das mal an. Ich meine, das spiegelt jetzt. Ich glaube, ich nehme sie mal einzeln raus und zeige sie euch. Das ist mal der erste. Die sind auch so mini und deswegen wollte ich die unbedingt haben. Ich habe ja schon einen Too Faced Melted Matte heißen die, genau. Einen habe ich hier. Habe ich euch damals mal in einem Haul gezeigt. Das ist die Verpackung. Es gibt sogar noch einen, den hätte ich auch so gern. Das ist dieser Zimt. Cinnamon. Irgendwas mit Zimtmann oder so heißt der. Und den will ich auch noch unbedingt haben. Das ist dieser Teddy-Ding. Der ist rot. Die Farben haben mir alle gefallen. Ich habe die alle durchgeschaut und dann habe ich das Set gesehen und ich musste die haben. Da kann ich nicht nein sagen. Der Nude-Ton ist ja sowieso schön. Ich meine, so blasse Nude-Töne mag ich gar nicht mehr, aber ich musste das haben. Ich musste es einfach haben. Und das ist der letzte. Der Pumpkin Spice ist das. Die Verpackung. Bin so gespannt, wie die sind. Ich will unbedingt nochmal meine Lippenstifte aussortieren. Weil ich ja jetzt so viele neue habe. Weil ich mag keine mehr benutzen, die nicht für mich funktionieren. Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe halt zurzeit viele Sachen ausprobiert, wo ich mir denke, die halten überhaupt nicht. Jetzt der eine MAC-Lippenstift, den will ich jetzt unbedingt aufbrauchen. Den werde ich jetzt nicht weggeben. Aber er ist Gott sei Dank schon so klein, wo ich mir denke, okay, ich halte das noch weiter aus. Aber der hält überhaupt nicht auf den Lippen und das nervt mich extrem. Das nervt mich so sehr, das kann sich keiner vorstellen. Es ist halt sehr mühsam, wenn man da, sorry, wenn man dauernd darauf achten muss, dass man die Lippen nachzeichnet. Ich mag das nicht so gern. Ich habe das gern oben, kann trinken, essen, was ich will. Und dann hat sich das erledigt. Deswegen, das ist nämlich ein Cream Sheen Finish von MAC und ich mag die nicht mehr. Früher mochte ich die urgern, diese Finish von MAC, von den Lippenstiften, aber ich mag die überhaupt nicht mehr. Ich mag eher was, was länger hält. Den ich jetzt oben habe, der ist zwar auch, glaube ich, ein. Nein, das ist ein September Finish und das mag ich viel, viel lieber als Creme Sheen. Ich habe da jetzt zum Beispiel gar keinen Lip Liner drunter, eben fürs Video wollte ich jetzt keinen unbedingt nehmen, aber den trage ich, habe ich ja im Sommer sehr, sehr oft tragen, auch mit Lip Liner und war wirklich zufrieden mit dem. Deswegen. Ich habe nämlich vor kurzem einen MAC-Lippenstift gesehen, zwei sogar, einen in einem Set und einen anderen und ich habe mir die nicht mitgenommen, weil die im Cream Sheen waren. Ja, als nächstes, ich war böse und habe mir ja zwei Parfums gekauft und einen seht ihr hier. Der Grund war, weil er beim Bieber 20 Euro kostet hat. Sagen wir dazu jetzt lieber nichts. Aber jetzt wird es mal Zeit, dass ich einen verwende. Ich habe den ganz großen da hinten stehen und jetzt zwei kleine, glaube ich, oder drei kleine mit dem. Und deswegen werde ich den mal verwenden. Mindestens einen mal. Damit ich mal einen leer habe. Ich sammle die so, weil ich mag den und den Calvin Klein Reveal so gern. Und ja, es ist wie eine Krankheit, Leute. Es ist wie eine Krankheit. So, dann habe ich hier beim Tallywhale, habe ich mir das gekauft. Da liegt der Sackerl da unten. Ich habe nämlich verzweifelt gesucht ein Oberteil. Ich zeige euch, glaube ich, auch das Kleid auch dazu.
Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen, das wollte ich euch nämlich noch kurz erzählen. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo man sich beim Orsi auf der Maria-Hilfer-Straße einen Termin ausmachen konnte, um sich eine Styling-Beratung zu holen. Also sie hat die Klamotten zusammengestellt und zuerst muss ich einen Bogen ausfüllen. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, ich habe aber vollkommen vergessen, da nochmal genauer drauf zu schauen und habe vergessen, den zweiten Fragebogen auszufüllen, was eine blöde Idee war. Mich hat die Dame angerufen und hat gesagt, dass ich den Fragebogen nicht ausgefüllt habe und ich habe dann okay gesagt, wenn ich das vergessen habe, dann ist das nicht so wichtig und wollte dann einen Termin für Samstag. Es gab aber keinen für Samstag. Also hat sie gesagt, das macht nichts, wenn ich keinen Fragebogen ausgefüllt habe. Sie hat mir ein paar Fragen am Telefon gestellt und um 15 Uhr hatte ich den Termin. Dann bin ich dorthin und bei den ersten beiden Sachen, die sie mir zusammengestellt hat, weil das Problem war halt normalerweise, wenn ich ihr jetzt gesagt hätte, was ich mag, hätte sie das schon vorher zusammengestellt und ich hätte noch hingehen brauchen und das wäre schon fertig gewesen. Aber weil ich einen Fragebogen vergessen habe auszufüllen, ist sie mit mir durchs ganze Geschäft gegangen. Das ist nämlich ein Riesengeschäft, der Rosi auf der Hilfe. Hat zwei Stöcke, also naja, einen Erdgeschoss und einen ersten Stock, sagen wir so. Und sie ist mit mir durchgegangen und hat mir ein paar Sachen zusammengesucht. Bei ein paar Sachen war ich mega schockiert, dass sie das rausgesucht hat. Ich habe leider keine Fotos machen können, auch keine Tragebilder oder so von den Sachen, die ich euch jetzt von Orsi zeige. Weil das Problem war, sie war die ganze Zeit bei mir. Deswegen wollte ich jetzt nicht... Ich wollte eigentlich auch mitfilmen, aber ich habe mich auch nicht traut zu fragen. Vielleicht mache ich mir noch einen Termin aus und frage, ob ich da mitfilmen kann. Damit ihr das ein bisschen... vielleicht mitbekommt, aber dann für einen anderen Kanal. Ich muss noch schauen, wie ich das mache, ob ich das noch einmal mache. Weil machen werde ich sicher noch mal, auf jeden Fall. Ich sehe auch das jetzt ganz anders, die Klamotten und das Ganze. Weil sie hat mir, ich weiß gar nicht, wie viele Outfits waren, ich glaube 4, 5 oder 6, ich bin mir mal nicht ganz sicher, waren, was sie mir zusammengestellt haben. Am besten haben mir aber nur 2 gefallen. Bei den anderen war ich mir noch unsicher. Wirklich unsicher, weil ich hätte mir das für mich persönlich nicht ausgesucht. Was aber nicht so schlimm ist, weil das ist ja gerade der Sinn der Sache gewesen, dass ich dorthin gehe, um mir ein paar andere Sachen auszusuchen, die ich, wo ich automatisch hingreifen würde. Und sie hat wirklich schöne Sachen zusammengestellt, auch außer die 2 Pullis, die waren eine Katastrophe. Aber die anderen Sachen, die sie zusammengestellt hat, zum Beispiel die 2, die ich euch jetzt zeige und noch ein anderes... Da hätte sie mir eine karierte Hose, hat sie mir gezeigt, ich habe aber leider nicht reinpasst, weil sonst hätte ich mir die wahrscheinlich auch genommen, mit einem schwarzen Rollkragenpullover, der da so Noppen dran hat, also Noppen, der hat so Knöpfe dran gehabt. Der war wirklich schön. Die Kombination war auch schön, aber das Problem ist, mir die Hose nicht passt. Seitdem suche ich verkrampft eine karierte Hose und finde keine. Vielleicht muss ich wieder mal dorthin gehen, weil sie gemeint hat, dass sie eben aufstocken sehr oft und dort Sachen öfters bekommen. Ja, im Großen und Ganzen fand ich den Termin super und ich zeige euch jetzt mal die Outfits, bevor ich da noch weiter laber. Ich habe mir ein Kleid genommen in Smaragdgrün, weil sie hat auch mir gesagt, welche Farben mir passen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, sowas hätte ich selber nie gewählt, weil ich das dunkel finde. So, sehen Sie das? Weil ich das dunkel finde, aber es ist wirklich, wirklich schön. Der macht auch so eine schöne Taille da, also beim Bauch dort. Das schaut... aus, als wäre ich schlanker, als ich bin ja nicht schlank und deswegen macht das so einen schönen, so eine schöne Figur, deswegen habe ich mich in das Kleid voll verliebt. Es war halt relativ teuer, ich hatte einen 5-Euro-Gutschein, deswegen war es, also es hätte 36 Euro gekostet, ich habe aber einen Gutschein gehabt, einen 5-Euro-Gutschein. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, dann nehme ich es mir, wenn ich den Gutschein bekomme. Es ist so schön. Das einzige Problem ist, ich glaube, man sieht das eh, das hat einen sehr tief ausgeschnittenen Ausschnitt und das hat mich gestört. Normalerweise bin ich nicht so, dass mich das stört, aber bei dem ist das halt extrem, wirklich extrem. Deswegen habe ich verzweifelt gesucht ein T-Shirt, das ich drunter tragen kann. Ich muss das noch mit dem probieren, ich habe mir das von Tullyway gekauft. Mit dem muss ich es noch unbedingt probieren, weil wenn nicht, würde ich es zurückbringen, wenn das nicht gut ausschaut. Das werde ich heute dann unbedingt machen, wenn ich dann Zeit habe, so. Weil das hat mir so gut gefallen da, dieses Muster. Und ich finde das schön, wenn man da so einen, ich meine, ich habe zwar keinen schwarzen BH zurzeit, aber dann kann ich nämlich irgendeinen BH anziehen, denn was man auch farblich halt dann Gott sei Dank nicht so sieht. Weil mir ging es nur um diese Streifen hier, damit man das beim Kleid dann ein bisschen raushängen sieht. Ich hoffe, dass es so ausschaut, wie ich mir das vorstelle. Es ist auch die größte Größe L.
Ja, es schaut aber trotzdem sehr, sehr klein aus. Ich bin schon gespannt, weil Tali Will und ich stehen ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich da nie reinpasse. Aber ich bin reingegangen, habe mich umgeschaut, habe gesehen, dass da viele T-Shirts hängen und deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Ja, das Kleid habe ich euch eh gezeigt. Das habe ich mir mitgenommen, wie ich beim zweiten Mal dort war. Weil Freitag in meinem Urlaub war ich dort wegen dem Termin und am Samstag habe ich mich mit einer Freundin auf der Mariahilferstraße getroffen. Und deswegen habe ich mir dann das grüne Kleid geholt. Und das erste Outfit, was ich mir dort geholt habe, ich packe das mal aus, weil das macht so einen Lärm. Ja, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal eine Jeans finde, in der ich mich wohlfühle, aber es gibt sowas. Und ich finde das Muster von Deo schön. Normalerweise mag ich diese Löcher in Jeans nicht. Ich mag das überhaupt nicht, aber die hat jetzt nicht so grobe Löcher. So sieht das aus. Und unten bei den Beinen sieht das so aus. Das hat ganz viele Perlen und ist da offen. Schaut so, schaut's blöd aus. Deswegen hätte ich die Hose niemals anprobiert. Aber an mir schaut das gar nicht so schlecht aus. Die Größe ist jetzt 44. Ich bin so froh, dass ich da reinpasse. Sie hat sich auch nach einer Zeit ein bisschen gedehnt. Sie war auch relativ teuer. Sie hat 26 € kostet. Aber ich habe keine Jeans mehr, in die ich reinpasse. Ich habe vor kurzem wieder eine probiert, die mir mal vor ein paar Jahren gepasst hat. Und habe einen halben Depressionsanfall bekommen, weil ich da nicht mehr reinpasse. Ich kriege die gerade mal bis zu den Oberschenkeln und das ist wirklich peinlich. Aber was soll ich machen? Ich esse nun mal gern. Da kann man mal nichts machen. Vor kurzem hat nämlich eine Freundin gesagt, jeder soll sich so mögen, wie er ist. Und wenn ich viel fresse, bin ich selber schuld. Das hat sie natürlich nicht gemeint, aber man soll sich halt so akzeptieren, wie man ist. Ja, dazu, und in den habe ich mich so verliebt und viele werden wieder lachen, weil er die Farbe ist, die viele, viele kennen. Ich habe mir einen Pullover dazu mitgenommen, weil sie den mir gezeigt hat. In Rot natürlich, was sonst? Und der ist so bequem und so schön. Mir gefällt der so gut. Und hat leider auch 25,99 € gekostet, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Ich wollte den unbedingt haben. Der hat nämlich dann, wenn man das anhat, hat man hinten eine Masche. Also so ist er vorne, wenn man ihn trägt, und das ist dann hinten. Das ist hinten. Und dann hat er hier das Mäschchen. Und ich überlege, ob ich das vielleicht auf der Weihnachtsfeier tragen soll. Weil das Problem ist, das smaragdgrüne Kleid ist ein bisschen zu heftig. Weil wir gehen kegeln an dem Tag und ich glaube, das wird nicht passen. Jetzt habe ich vergessen, euch was zu zeigen. Ich war noch mit der Vivi beim H&M, weil ich unbedingt was für dieses grüne Kleid haben wollte, beziehungsweise für dieses smaragdgrüne Kleid. Ich pack das kurz mal aus, weil das macht immer so einen Lärm. Ich wollte halt was haben, was dazu passt und deswegen habe ich mir das hier dazu genommen. Einmal ein Gürtel. Ich weiß noch nicht, wie ich das tragen werde. Ich habe in letzter Zeit so einen Kombinierding, seit ich dort war. Deswegen nehmt es mir das nicht übel. Das ist so ein Glitzergürtel. Dabei war noch so ein weinroter. Warte jetzt kurz, ich muss das umdrehen. So. Also er ist eigentlich, naja, weinrot ist er nicht, er ist sehr dunkel. Und ich wollte das halt kombinieren mit dem Kleid, den Gürtel, mit der passenden Tasche natürlich, mit der Klatsch. Das hat auch so eine Umhängmöglichkeit. Seht ihr hier? Auch mit demselben Ding, deswegen fand ich das so cool. Ja. Ich wollte das unbedingt kombinieren. Ich muss das dann mal probieren, wie das ausschaut. Weil es hat ja da leider eh leider diese Dinger hier auf der Seite. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht blöd ausschaut, wenn ich dann den Gürtel kombiniere. Da muss ich noch schauen. Was ich halt noch dazu gern hätte, ich hätte gern solche Schuhe, was so sind. Aber ich glaube, das wird man nicht finden, oder? Wenn ihr eine Idee habt, wo man solche Schuhe kriegt, sagt mir bitte Bescheid. Ich hätte die nämlich gern so dem Kleid. Wenn ich schon nicht den Gürtel dazu tragen kann, hätte ich gern die passenden Schuhe dazu. Oder so smaragdgrüne Schuhe, wäre auch cool. Ich sage ja, ich habe so ein Tick mit Kombinationen in letzter Zeit, echt krank. Dann habe ich mich mit dem getroffen, den ich schon ewig kenne, kann man eigentlich sagen. Sie schaut doch meine Videos, also fühl dich grüßt, wenn du das siehst. Sie schaut doch meine Videos und deswegen, wir sind auf der gleichen Wellenlänge und deswegen haben wir sich mal spontan ausgedacht, dass wir sich treffen. Ja, und sie war mit mir auch auf der Mariahilferstraße wegen Jeffree Star Sachen. Ich bin echt gestört, ich war schon öfter dort, glaube ich, als jeder andere. Es war nämlich minus 20%, wenn man was gekauft hat. Bei Terra Nova heißt das Geschäft. Und der schaut jetzt ein bisschen zerknüllt aus. Ich muss mir da irgendwie was einfallen lassen. Er hat nämlich 39,99 € hätte er kostet. Und er war halt günstiger wegen dem minus 20%. Und ich glaube, das kann ich gut. Ich weiß, ich nerv euch jetzt schon damit. Aber ich glaube, das kann ich auch gut mit den drei Sachen da kombinieren, oder? Ich weiß,
Und außerdem ist er schön. Und er fühlt sich auch schön an. Ja. Aber vielleicht mache ich da dann ein Outfit of the Day oder so, wenn euch das interessiert. Das habe ich eh schon ewig nicht mehr gemacht. So, jetzt muss ich mich kurz umdrehen, weil ich habe da noch mehr Zeug. Ich muss sagen, ich war wirklich böse. Letzten Monat. Diesen Monat und letzten. Ja. Steht auch schon eine Weile rum, wie man gerade gesehen hat am Staub. So. Ich zeige euch mal das, was da drinnen ist. Ich habe mir reduziert um 3 Euro, glaube ich, war das, zweimal einen Duschschaum gekauft. Ich will auch mir einen schon unbedingt ins Bad stellen. Obwohl ich aufbrauchmäßig sowieso letzte Zeit wirklich scheiße bin. Deswegen kam noch kein Aufgebrauchsvideo, weil ich noch mehr sammeln wollte. Ich weiß, das ist ein bisschen wie Schummeln, aber ich wollte noch ein paar Sachen, die kurz vorm Leer waren, leer machen und erst dann das Video drehen. Ja, so viel dazu. So sieht das aus. Es riecht voll gut. Ich habe mir das schon... Ich glaube, viele haben mir das geschrieben, dass das rauskommen ist. Und ich habe dann immer gesagt, na, ich brauche das nicht und ich habe eh so viel Zeug. Jetzt ist es doch da. In meiner Sammlung leider. Aber es ist, ging so aus dem Sortiment, also ist eh wurscht. So, dann habe ich hier ein Badeöl. Das hat mich die ganze Zeit schon angelacht. Das ist von Duschdas. Normalerweise kaufe ich ja keine Duschdas-Sachen, wie ihr wisst. Aber ich finde den Duft so geil. Und ich freue mich, dass ich da drin heute baden gehen kann. Ich habe heute extrem viel vor. Eine Tuchmaske, Crememasken, Baden, alles Mögliche. Dann habe ich noch einen Duschschaum. Ich muss mich hier verstecken. Aber der riecht auch total gut. Und der war auch reduziert. Ich sage eh nichts mehr. Dann habe ich mir Kabeln gekauft für meine Playstation, weil ich wollte eigentlich wieder zocken. Vielleicht mache ich das heute auch wieder, weil ich habe vor, habe ich hier vorher gesagt, so einen Gammeltag dann zu machen, wenn ich dann mal den ganzen Scheiß da, was rum und um mir liegt, wegräume. Dann habe ich mir erst verdient, baden zu gehen. Klingt irgendwie gestört, aber nimmst du das jetzt nicht ernst? Ja. Ich habe mir für meine PlayStation 3 und 4 solche Kabel gekauft, weil mein Freund behauptet, wenn du das Video siehst, kannst du dir auf die Schulter klopfen. Mein Freund behauptet, er hat die Kabel nicht mitgenommen, aber ich glaube, er hat sie mit nach Hause genommen. Vielleicht hat er Alzheimer. Deswegen habe ich mir neue gekauft, weil ich meine nirgendwo finden kann. Ich habe gerade was gefunden, was sehr, sehr lang schon in dieser Tüte liegt. Und eigentlich wollte ich den rosanen meiner Schwester schenken. Das ist so ein Magnet, so eine Blume ist das. Dann habe ich noch ein grünes Blümchen, das wollte ich meiner Mom geben oder selber behalten. Dann muss ich sie fragen, welches sie haben will. Und eine lilane. Habe ich auch. Jetzt muss ich sie fragen, welches sie dann haben will. Die habe ich schon urlang bei mir rumgammeln, weil ich dauernd vergisst, dass ich ihr die gebe. Dann habe ich diesen Kuli hier gesehen. Und ich habe halt, ich sehe bei der Gassier von Criminal Minds auch immer so coole Kulis. Und ich fand den so knuffig. Das war das einzige Einhorn, was so süß ausgeschaut hat. Ich war nämlich in der Schreibware, weil ich die Kollegin für die Pause abgelöst habe und das ist sehr gefährlich, weil da habe ich mir die Magnete gekauft und den Kuli. Aber ich fand den so knuffig. Urdämlich, ich weiß. Ja. Dann habe ich mir eine Lippenpflege gekauft, als hätte ich nicht genug, aber egal. Die war reduziert, ich glaube 45 Cent oder sowas. Ja, deswegen musste sie mit und sie hat auch Melone-Duft. Und das war die letzte und die Kollegin hat gesagt, oh je, jetzt weiß ich nicht, wo ich die einbauen soll und ich gebe her, ich nehme sie mit. Ja, so kann man auch verkaufen. Wenn man der Kollegin sagt, man kann es nicht einbauen. So. Aber die Aveo sind eh günstig und die mochte ich früher auch gern. Und ich bin brav am Aufbrauch. Ich habe da mein Öl schon fast leer. Und die Lippenpflege von Aden habe ich auch fast leer. Die gibt es jetzt sogar bei uns beim Müller, habe ich gesehen, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Weil die mag ich sehr, sehr gern. Nur ist die halt extrem teuer. Ja. Dann habe ich mir eine Haarkur, glaube ich, gekauft. Ist das eine Haarkur? Ein Conditioner. Deep Conditioner habe ich mir gekauft. Von dieser Coconut Oil Reihe. Weil viele Kollegen, ich habe urviele Kolleginnen gefragt, ihr seht ja, wie scheiße meine Haare ausschauen. Und ich komme zu keinem Friseur. Und jetzt habe ich, ich habe zwar eine Gutscheinkarte, glaube ich. Aber ich glaube, das hebe ich mir bis zu meinem Geburtstag auf diese volle Karte. Und ich kenne nämlich jemanden, beziehungsweise mein Bruder hat einen Kumpel. Und von ihm die Mama ist Friseurin und die hat mir früher immer die Haare geschnitten. Da gibt es sogar ein Foto, wo sie mir mal die Haare geschnitten hat da oben, aber das wird man jetzt nicht sehen. Und sie kann das wirklich gut. Und ich habe überlegt, ob ich wieder zu ihr gehen soll, weil... Ja, sie wird eh schauen, weil sie hat mich noch nie mit blonden Haaren... Oh ja, früher... Aber dann hat sie mich, glaube ich, nur mit schwarzen kannt, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den schwarzen Haaren auch bei ihr war. Jo, ist ja wurscht. Aber ich hätte halt gern die Spitzen geschnitten, die schauen so scheiße aus. Vielleicht frage ich sie, ob sie nächste Woche für mich Zeit hat oder so, weil
Es ist echt schon langsam ätzend, wie ich ausschaue. Dann, komm, machen wir lieber weiter, weil sonst wird das Video wirklich endlos lang. Habe ich diese Mask Bar goldene Augenpads mir gekauft, weil die Kollegin mich überredet hat, die zu probieren. Sie hat sich nämlich die auch mitgenommen. Wir haben beide das bis jetzt noch immer nicht geschafft, deswegen will ich die heute unbedingt benutzen. Deswegen freue ich mich, dass ich die euch im Video zeigen kann, damit ich die endlich verwenden kann. So sehen die aus. Die haben auch so eine Flüssigkeit drin, man sieht es eh ein bisschen. Sieht man das ein bisschen? Ich glaube. Und ich bin echt gespannt, wie die sind. Ich glaube, das ist auch nur so eine Einmalanwendung. Da bin ich wirklich gespannt, wie die sind. Weil ich mag ja die von der Eigenmarke von Müller gern oder die von Balea, obwohl die von der Eigenmarke mag ich lieber diese Pads da, was ich da immer verwende. Aber ja, oh Gott, wo machen wir da weiter? Ich war ganz, ganz böse. Bei uns gab es eine 10% Aktion in der Filiale, wo ich war. Oder wo ich bin. Und deswegen, ich kann nicht reden, ich fange jetzt nicht nochmal an. Ich tue mir so schwer bei dem Satz. Es gab die Aktion und die hat auch auf Aktionen funktioniert. Das heißt, es gab auch auf den, ich zeige es euch kurz, ich habe mir einen Duft wieder gekauft, das hätte 29,95 gekostet, mit den 10% wurde aber noch 3 Euro abzogen und ich habe 26,95 so zahlt. So, ich glaube, jetzt habe ich es und ich glaube, jetzt hat auch jeder kapiert. Auf Aktionspreis gab es noch 10%. Da musste ich es ausnutzen. Ich habe die ganzen letzten 2 Tage mit mir gerungen, ob ich mir den Duft jetzt kaufe oder nicht. Aber ich wollte ihn unbedingt nochmal haben. Ich hatte ihn schon mal, ist aber schon urlange her. Den habe ich nämlich einmal von meinen Kolleginnen zum Geburtstag bekommen. Und ich wollte ihn dann unbedingt nochmal haben. Da ist auch jetzt wieder das Duschgel dabei, weil ich habe mir auch wieder das Set genommen. Weil der einzelne Duft hätte 30 Euro gekostet und das Set hat denselben Preis ausgemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mir gleich das Set, weil es zahlt sich mehr aus. Es ist dieselbe Duftgröße drin und ich habe auch noch das Duschgel dabei, was ich ja sowieso liebe. Also, ja. Es funkelt richtig. Ich bin so happy, dass ich mir das genommen habe. Ich habe zwar urviele Düfte und ich sollte wirklich mal ernsthaft welche aufbrauchen, aber ich bin froh, dass ich es mir genommen habe. Wirklich froh darüber, dass ich es mir genommen habe. Es ist auch ein urschönes Set. Schaut euch das an, wie schön das ist. Es ist so, so schön. Deswegen wollte ich es unbedingt haben. Und das ist eines meiner allerliebsten Lieblingsdüfte für den Winter, den ich euch noch nie gezeigt habe, weil meiner eben leer war damals. Und deswegen wollte ich den unbedingt haben. Ich weiß, ich hätte ihn eigentlich nicht braucht, aber steinigt mich jetzt nicht. Ich wollte den unbedingt haben. Oh, da wird es immer voller und voller. Ich zeige euch jetzt wieder einen Müller-Einkauf. Ich habe mir 2 Zahnpasten gekauft, weil mein ist leer worden. Und ich glaube, ich habe keine Backups mehr. Zumindest habe ich nicht wirklich gescheit nachgeschaut. Aber ich glaube, ich habe keine mehr. Das waren nur diese 2, was leuchten. Und dann hatte ich keine mehr. Deswegen habe ich mir 2 von Perlweiß gekauft. Die hat mal ein irgendwer von Instagram hat die herzeigt, weil der Werbung dafür macht. Und deswegen wollte ich die unbedingt haben. Es gibt da noch mehr Sorten. Es gibt insgesamt 4. Aber ich habe mir jetzt mal die beiden Sorten mitgenommen. Die gelbe Schachtel ist leer, weil die habe ich schon im Bad stehen. Ich wollte die euch halt nur zeigen. Die gelbe ist Ananas und Minze und die türkise, würde ich jetzt sagen, ist Kokos und Minze. Eigentlich verraten die Farben eh die Geschmacksrichtungen, wenn wir ehrlich sind. Die Kokos habe ich noch nicht benutzt, aber ich will die auch vielleicht ins Bad stellen. Obwohl ich eigentlich zuerst die und dann die andere aufbrauchen soll. Die habe ich vorher schon verwendet, die gelbe. Ich finde sie nicht schlecht. Aber man darf da nicht zu viel rausdrücken, weil da die Öffnung sehr groß ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen beim Dosieren. Bei der letzten habe ich mir nämlich extrem schwer dann beim Rausdrücken von der Zahncreme. Und jetzt geht das extrem leicht mit der. Wirklich leicht. Also ich kann halt noch nicht viel sagen, weil ich habe die ja einmal nur verwendet, aber ich habe keinen Platz mehr. Aber sie ist nicht schlecht. Auf die bin ich auch gespannt. Man soll angeblich weißere Zähne in 2 Wochen bekommen. Ich bin echt gespannt, weil durch das, dass ich so viel Kaffee trinke, schauen meine extrem aus. So habt ihr die Dube abgebildet. Der hat da eine Riesenöffnung, finde ich. Also so schaut es natürlich nicht so riesengroß aus, aber sie ist groß, die Öffnung. Ja. Dann habe ich mir gekauft Wattestäbchen, weil die mir ausgegangen sind. Ich weiß, das ist mega interessant und ich habe es falsch gehalten. Weil ich habe meine gerade nachgefüllt. Ich habe nämlich gedacht, ich habe gar keine mehr, aber ich habe eh noch welche gehabt. Mein Gott, Alter. Lauter Scheiße. Dann habe ich mir normale Wattestäbchen gekauft. Diesmal von unserer Eigenmarke. Ich habe die immer gesehen und habe die nie gekauft.
Ja, 200 Stück sind drin. Ich glaube, die waren ein bisschen teurer, aber egal. Ich wollte die unbedingt ausprobieren, wie die sind. Mein Wattestäbchen ausprobieren klingt irgendwie eklig, aber okay. Dann habe ich mir noch zweimal diese Kosmetiktücher gekauft. Urinteressant, ich weiß. Aber ich fand die Verpackung so schön. Das hat so ein... Ich habe ja so eine Phase mit diesem Muster jetzt, seit ich diese Hose anprobiert habe. Dann habe ich noch eins mit Blümchen. Mir wird da gerade alles entgegenfliegen, glaube ich. So, ich muss ein bisschen schneller machen, weil ich glaube, mein Akku geht gleich leer und ich finde mein Kabel nicht. Nein, ich finde es nicht. Ist ja wunderschön. Ja, ich sollte mich sputen. So, dann habe ich eine neue Maske beim Müller entdeckt. Eine, die habe ich nämlich selber einbauen müssen, deswegen habe ich es gesehen. Das ist die Hydrogel-Maske von Schebens. Die sieht so aus. Ich habe nur noch keine Ahnung, wann ich sie verwenden werde, aber ich bin schon mega gespannt drauf. Dann, auch neu von Schebens, habe ich mir diese Porenfein-Serum-Kapseln gekauft. Eine will ich nämlich heute unbedingt ausprobieren, was ich alles raufklatschen will auf meiner Haut. Das ist wieder nicht normal. Dann regen sich wieder alle auf. So, mir egal. So. So sehen die aus. Ich bin gespannt, wie die sind. Es gibt auch eine blaue Variante auch, aber ich wollte die für die Poren haben, weil da habe ich in letzter Zeit wirklich Probleme. Dann, die sind nicht alle für mich, versprochen. Zwei wollte ich eigentlich meiner Mom geben. Oder drei, weil es sind ja sechs Stück. Drei wollte ich meiner Mom geben. Obwohl, mein Bruder wird sich wieder aufregen, wenn ich ihm welche mitgebracht habe. Aber die waren um 50 Cent reduziert, also wollte ich mir die unbedingt mitnehmen. Weil ich habe die gar nicht gesehen. Die heißen Drama Lama, oder? Na, Drama Baby? Drama Lama, oh ja. Mousse-Maske. Ich wollte die unbedingt haben, weil ich habe gar nicht gewusst, dass wir die haben. Habe ich wirklich nicht gewusst. Deswegen habe ich gleich mehrere mitgenommen, weil 50 Cent kann man nichts sagen. Und mir gehen die Crememasken ja eh aus. Also passt das schon. Dann habe ich hier noch einen DM-Sacker, sehe ich gerade. Ich habe mir reduziert eine Seife gekauft. Die habe ich noch... Ich habe sie mal in grün gehabt. Die habe ich sogar da. Die seht ihr hier. Die hatte ich ja schon mal und die rosene habe ich noch nicht gehabt. Die gehen jetzt wieder aus dem Sortiment. Ich werde mir vielleicht noch ein paar Backups kaufen. Mal schauen. Das ist die mit... Lilienblüte und Cassis und die war mit Apfel und Minze. Und die grüne fand ich echt gut, die hatte ich ja schon mal. Und mal gucken, vielleicht kaufe ich mir noch ein paar Backups. Vielleicht. Mal gucken. Seife kann man immer wieder brauchen, mir ist die vor kurzem ausgegangen. Normalerweise zeige ich ja keine Haushaltssachen, aber ich habe mir wieder die, zweimal sogar, eine habe ich jetzt schon in Verwendung, ich liebe die und die sind leider limitiert. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt in einem DM. Das sind diese Bodenwischtücher mit Granatapfel und ich finde, die riechen so göttlich. Nur leider gibt es die, glaube ich, nicht mehr, leider. Und dann habe ich mir von DM noch den Comfort Intense gekauft, weil bei Müller gibt es sie nur in so mini und deswegen, dort gibt es es riesengroß, deswegen kaufe ich es mir immer dort. Jo. Ich liebe den. Meiner ist fast leer. Ich gehe mit meinen sehr sparsam um, aber weil ich nicht so oft zum DM komme, habe ich mir gedacht, nehme ich mal den mit. Okay, da waren jetzt nur zwei Sachen drin. Der Kaffee, den ich mir dann eigentlich für die Arbeit mitnehmen wollte. Ups, jetzt weiß ich, wo er ist. Ja, den habe ich mir gekauft. Ich habe da keinen Platz mehr. Und einen Kalender. Weil normalerweise habe ich immer die Kalender von Müller. Die, was wir da immer haben. Aber die kriegen wir angeblich nicht mehr. Und deswegen habe ich mir einen eigenen gekauft. Um 6 Euro. Und der sieht so aus. Der ist urschön von der Verpackung her. Also von der Verpackung. Von dem Aussehen her gefällt er mir total gut. Ja. Ja. Mal schauen, wie 2019 wird, oder? Lang braucht es ja nicht mehr. Ja. Ab 1. Januar kann ich ihn schon verwenden. ja, mal gucken. Das Einzige, was mich stört, habe ich gerade gesehen, dass manchmal zwei Tage nebeneinander sind. Weil ich klebe immer nur so, ich schreibe nicht rein, sondern ich klebe so, wo sieht man denn die? Ich klebe solche Dinger rein und schreibe da das drauf. Weil ich das nicht will, dass der vollgeschrieben ausschaut oder durchgestrichen die ganze Zeit ist. Das mag ich nicht. Deswegen klebe ich das rein und klingt vielleicht voll behindert, aber ich mache das so. Ich mache das halt so. Weiß nicht warum. Jo, und deswegen finde ich das blöd, dass da manchmal zwei Tage hintereinander sind. Also auf einer Seite zwei Tage. Das finde ich ein bisschen bescheuert, aber ich glaube, es geht sich eh aus mit dem Platz. Ja. Da stehen sogar Uhrzeiten dabei, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, naja, so zufrieden bin ich mit dem nicht, weil ich mochte den anderen, den der Müller immer rausbringt, lieber. Aber was soll's, ist ja nicht so schlimm. So, ich glaube, ich kann euch jetzt noch die Sachen da zeigen. Ich habe sogar noch ein paar Yves Rocher Sachen da drin. Die versuche ich euch mal zuerst zu zeigen. Aber ich war auch dort, weil ich eben meine Sachen braucht habe, die ich immer kaufe. So, und den Lip Liner zeige ich euch dann im Kaufverhalten-Video wahrscheinlich, weil den habe ich, glaube ich, noch in meiner Schminktasche drin. Ich durfte mir einen Nagellack aussuchen von Yves Rocher. Ich habe mit ihm genommen.
Ich weiß noch nicht, ob ich ihn verwende oder ob ich ihn verlose oder ob ich ihn meiner Nichte schenke. Ich habe noch keine Ahnung. Dann habe ich gekriegt eine Nagelfeile, was ich eigentlich nicht benutze. Aber es war als Gratisgeschenk dabei. Gekauft habe ich mir meine Pure Camille Reinigungstücher, weil ich die vom TK Maxx nicht gefunden habe, die ich hatte. Leider. Oh, Gottes Willen. Oh, jetzt ist gerade mein Herz stehen geblieben. Dann habe ich ganz viele Proben bekommen. Ganz, ganz viele Proben. Und auch Masken und so von meiner Freundin, weil sie sammelt immer die Proben für mich. Wer mich länger schaut, weiß das sogar noch, weil sie gibt mir ja immer die Proben, weil sie das ja nicht so mag. Jetzt haue ich da gleich alles weg. Komm hier. So, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dass mir da nicht alles aus der Hand fliegt. Ich glaube, ich mache das ganz anders. Ich glaube, ich gebe sie in den Müllersack rein. Sie hat mir wirklich viele Proben geschenkt, wirklich viele. Da ist eine Creme dabei mit Anti-Aging. Ich hoffe, man sieht das so. Das sind alles so koreanische Marken. Dann hat sie mir Tuchmasken. Die habe ich jetzt nicht von ihr. Die habe ich bekommen, wie ich mir das Peeling gekauft habe von Jeffree Star. Und die finde ich so cool, dass ich die als Probe bekommen habe. Die ist so gut von Biotherm. Da bin ich gleich happy gewesen, wie ich das gesehen habe. Die möchte ich nämlich unbedingt bald verwenden. Ich habe 5 Masken von ihr bekommen. Einmal die Rose, weil sie verträgt leider keinen Rose-Duft. Und 4-mal dieselbe. Die sieht so aus. Welche ist das? Green Tea heißt die. Bin echt gespannt, wie die ist, weil ich die ja oft habe. Bin echt gespannt. So, dann habe ich als Probe eine Pflegehaarkur bekommen. Sieht so aus, ich habe da überall meine Haare kleben. Die sieht so aus. Bin gespannt, wie die ist, weil ich brauche eh was für meine Haare, weil meine Haare spinnen so rum. Dann hat sie mir eine Duftprobe gegeben. Der schaut aus wie der Alien von Terry Mugler, wenn man ihn da so sieht. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie man das sprüht. Das muss ich noch irgendwie rausfinden. Dann, die Marke haben wir sogar beim Billa, nur haben wir die Seife nicht davon. Dr. Bronners heißt die Marke und da hat sie mir eine Seife geschenkt und die Verpackung ist so süß davon. Die ist so zuckersüß. Dann hat sie mir noch eine Probe gegeben von einer Tagespflege. Ich kann euch jetzt nicht erklären, was ist, weil ich weiß das selber nicht. Ich sag, wenn ich Fragen habe, soll ich ihr die Fotos schicken und sie erklärt es mir dann. Das schaut auch wie... Das ist auf jeden Fall eine koreanische Creme. Sieht man dann den Zeichen drunter. Ich zeige euch das jetzt nur so im Durchlauf, weil ich will euch die unbedingt zeigen, weil ich finde die so süß, die Proben. Wen das jetzt nicht gefällt, der kann gerne jetzt abschalten, aber ihr wisst, ich bin ein Proben-Junkie. Dann habe ich hier auch eine Tagespflege, glaube ich. Weil das sind ja alles koreanische Proben, die kriegt man ja so nicht. Dann habe ich nochmal dieselbe. So wie die lila, die ich nochmal habe, die, was ich euch gerade gezeigt habe. Dann habe ich Bodylotion und Duschgel bekommen von dieser Marke hier und die Verpackung. Die Verpackung. So schick. Dann hat sie mir auch von Rituals eine Probe geschenkt. Und das ist ja mega geil. Da ist ein Shampoo und ein Conditioner als Probe dabei. Und die Probe schaut generell auch cool aus. So sieht die aus. Warte, ich zeige euch das. So sieht das aus. Und das finde ich... Sie weiß genau, dass ich auf sowas stehe. Und deswegen gibt sie mir das immer. Dann habe ich hier Gesichtswasser und Reinigungsmilch, glaube ich. Sieht so aus. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen überhaupt hingebe, weil sie mir so viel mitgeben hat. Und ich sollte mal wieder mehr aufbrauchen, glaube ich. Aber aufbrauchen sollte ich ja sowieso generell viel. So. Dann habe ich nochmal so eine Reinigungsmilch und Gesichtswasser, auch koreanische Marke. Bin echt gespannt, wie das ist. Sie hat doch gesagt, sie hat mir ein paar Proben dazugeben von einer extrem teuren Marke. Das ist zum Beispiel von einer Naturshop-Marke. Da bin ich echt gespannt, wenn mir die Verpackung irgendwie voll gefällt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Eine Nachtcreme ist das. Dann eine Sonnencreme. Also es wird wahrscheinlich so ein Lichtschutzfaktor wieder sein. Die habe ich sogar 2-mal irgendwo. So, dann habe ich hier... Ich weiß gar nicht, was das ist. Da müsste ich sie fragen. Das ist nämlich wieder was Koreanisches, wie ihr seht. Da müsste ich sie dann fragen, was das ist. Dann, davon habe ich auch viele. Da habt ihr 2 von der. Das ist so eine blaue Creme. Dann habe ich nochmal... Na, da ist noch eine von der blauen Creme. Wieder was Koreanisches. Dann habe ich hier, glaube ich, eine Reinigung. Purifying. Ja, das wird eine Reinigung sein, nehme ich an. Die Sachen schauen so interessant aus. Dann habe ich da, glaube ich, ein Serum. Ja. Das ist ein Serum. Schaut uninteressant aus, oder? Da sind meine Augen schon zu schlecht dafür, um das zu lesen. Aber wieder was Koreanisches.
Dann, das ist, glaube ich, von Misha. Ja, eine BB-Cream, die habe ich dreimal. Ich glaube, das ist eine BB-Cream, oder? Steht jetzt nur auf Koreanisch da. Oh ja, BB-Cream. So sieht die aus. Sie hat gesagt, sie hofft, dass die mir passen, weil ich ja so hell bin. Aber sie denkt schon. Dann habe ich die noch einmal, die grüne. Die sieht so aus. Sorry, mir wäre da fast was runtergeflogen. Dann, das ist interessant. Oh, Duschgel. Das ist ja interessant. Habe ich ja auch gekriegt. So, dann habe ich da noch wieder, glaube ich, Gesichtswasser und da steht Toner, Liquid. Toner. Ja, beides, glaube ich, sogar dasselbe. Lotion, Toner. Ich muss mir das genauer erst anschauen. Dann habe ich hier eine kleine Tüte. Die hat sie mir extra bestellt für mich, weil sie weiß, ich bin so ein Probenjunkie. Aber ich glaube, die Masken waren da nicht dabei, oder? Ich weiß gar nicht, ob da die Masken jetzt so dabei waren. Da hat sie mir einmal so, ich weiß auch gar nicht, was es ist, ich habe vergessen, sie zu fragen. Das sieht so aus. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was für die Nase. Aber ich muss sie nochmal fragen, was das genau ist. Ja, bin echt gespannt, was das ist. Und da hat sie mir noch eine Tuchmaske gegeben. Das schaut so süß aus, das schaut aus wie der kleine Spook. Seht ihr das? Schaut aus wie Sparky und ich. Das ist echt süß. Das ist wirklich süß. So, die lasse ich gleich draußen, die Sachen. Da hat sie mir nämlich auch ganz viele Sachen mitgegeben. Sie hat mir sogar ein Lippenöl gekauft, das werde ich gleich draußen lassen. Da hat sie mir einmal, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss sie fragen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es schaut aber extrem interessant aus. So sieht das aus. Das war nämlich in diesem Paket drin, was sie extra, glaube ich, für mich bestellt hat. So wie diese kleine Lippenstiftprobe. Das ist, glaube ich, ein Lippenstift oder so. So sieht das aus. Ich habe mich so gefreut über das. Das ist echt Emulsion. Keine Ahnung, was das ist. Das meiste steht da auf Koreanisch, aber es ist wirklich interessant. Für mich schaut das irgendwie aus wie eine Reinigungsmittel, aber wir werden sehen. Das ist eine Pflege, hat sie mir gesagt. So sieht das aus. Ich finde das für die Reise auch cool. Ich reise zwar nicht ganz so hin, aber wäre ja nicht schlecht, würde ich mal sagen. Dann, da habe ich, glaube ich, eine Probe gehabt davon. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Schaut auch nicht so viel aus. Das ist nämlich eine Reinigung. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Ich habe euch das jetzt kurz gezeigt, oder? Auf die bin ich sehr, sehr gespannt, wie die ist. Dann habe ich ein Lippenöl von ihr gekriegt, von P2 noch. Das hat sie extra aus Deutschland für mich mitgenommen. Das schaut so schön aus mit den Blumen da drinnen. Das lasse ich gleich heraus, weil das werde ich dann benutzen, wenn mein anderes leer ist. Dann war noch ein Nagellack dabei mit Glitter. Sieht so aus. Dann, ich glaube, das ist auch so ein Gesichtswasser, aber da muss ich sie dann auch fragen. Sieht so aus. Also bevor ich es verwende, werde ich sie natürlich fragen, was für was ist, weil ich will es ja nicht mehr irgendwo hinklatschen. Dann, ich glaube, das ist eine Creme, aber die finde ich sehr interessant. Das schaut aus wie so eine Mini-Orange. Das finde ich wirklich interessant. Ich glaube, das ist so eine Pflege. Es steht nämlich Cream drauf, also wird es, nehme ich an, eine Pflege sein. So, wir sind gleich durch, versprochen. Ich habe da noch so drei kleine Tüten, die ich euch noch zeigen will. Da ist nämlich auch ein Primer dabei und auf den bin ich echt gespannt. Auf den bin ich wirklich gespannt. Dann hat sie mir noch zweimal eine BB-Cream gegeben von diesen koreanischen Marken. Sie hat auch gemeint, dass die mir auch passen müssten. Dann habe ich wieder diese Sonnen noch einmal, die was ich euch vorher gerade gezeigt habe. Und zweimal, ich glaube, ein Gesichtswasser ist das. Da finde ich die Verpackung aber interessant, weil es so knallig ist. Ja. Und jetzt kommt dann, glaube ich, dann gleich die Probe, die ich so extrem schön fand, wo sie auch gesagt hat, das ist auch eine teure koreanische Marke. Zeige ich euch vielleicht noch gleich zuerst. So sieht die aus. Ich glaube, da müsste ich auch irgendwo noch was haben. Oder habe ich das nicht gehabt? Ich bilde mir ein, da hatte ich noch so eine. Oder? Oder nicht? Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, dass die so sauteuer sein soll. Bin gespannt, wie die ist. Und dann hat sie mir noch Foundation-Proben mitgegeben. Sieht so aus. Auf die bin ich auch gespannt, wie die sind. Wirklich gespannt, wie die sind. Ich finde, die verpacken das auch so süß. Ich kann euch das gleich zeigen. Die verpacken das so süß in so kleinen Zellophantüten. Deswegen raschle ich da auch so rum, sorry. So verpacken die das in so kleinen Zellophansackerl.
das ist die letzte, versprochen. Da haben wir wieder die beiden Sachen drin, die ich euch schon gezeigt habe. Die zwei sind drinnen. Und Double Cut. Ja. Da. Ich weiß nicht, was es ist, aber es schaut interessant aus. Es ist auf jeden Fall ein Lichtschutzfaktor. Nehme ich mal an, dass das ein hoher Lichtschutzfaktor sein soll, weil da steht auch SPF 48. Sehr cool. Bin gespannt, wie das ist. Bin wirklich, wirklich gespannt, wie das ist. Freue mich schon extrem drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch ein Video für euch drehen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil ich jetzt so lange für das Haul-Video braucht habe. Und es wird schon ein bisschen düster. Ich glaube, es geht sich kein Video mehr aus, oder? Ich glaube nicht mehr. Ja, es ist halt wegen dem Licht jetzt blöd, weil im Sommer habe ich da ein bisschen mehr Freiheiten, weil das Licht besser ist. Und jetzt sehe ich gerade, dass das extrem scheiße wird. Sorry. Dass es extrem kacke wird, das Licht. Extrem kacke. Ja. Ich habe sowieso jetzt genug zum Wegräumen. Der ganze Tisch da ist voll mit lauter Zeug. Und mein Akku geht leer. Perfekt, perfekt. Also kann ich nur ein Video für euch drehen. Ich werde aber versuchen, mehrere Videos zu drehen. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben mit mir. Ja. Habt ein bisschen Geduld, die aufgebrauchten Videos und das Ganze kommt auch noch. Aber das Haul-Video ist jetzt mal das erste, was jetzt mal kommen wird. Ja. Habt Geduld mit den anderen Videos. Ich habe ein paar Videos geplant und die werde ich auch abdrehen, versprochen. Also, diese Woche wird es noch nicht so gut laufen mit Videos, aber nächste Woche. Warte. Diese Woche wird es nicht so gut laufen, aber vielleicht am Wochenende dann, weil ich habe von 16. bis 19. frei und da werde ich dann versuchen, ein paar Videos für euch vorzudrehen. Also habt ein bisschen Geduld, weil ich habe in letzter Zeit wirklich schwer Zeit, Videos zu drehen, wie ihr sehen könnt. Ja, ich hoffe, euch aber hat der Haul trotzdem gefallen und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren auch schreiben, was ihr für Videowünsche habt. Weil langsam gehen mir ja doch die Ideen aus und es wäre gut, wenn ihr mir ein paar Videoideen schreiben würdet. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht und ihr könnt euch damit ein bisschen auf die nächsten Videos freuen, aber es wird wieder ein bisschen mehr kommen. Ich weiß, es war extrem ruhig da, aber es wird besser werden, versprochen. Habt so ein bisschen Geduld mit mir. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!